Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One. Heute zeige ich euch, wie man Einstellungen auf mehrere Bilder überträgt, das heißt, diese synchronisiert und wie ich das auch eben mit einzelnen Tools machen kann. Gleich nach dem Intro geht's los. So, ich bin wieder in meiner Sitzung vom letzten Studioabend und ich habe hier ein Bild, was ich jetzt einmal gleich dementsprechend bearbeiten möchte, und da habe ich eben schon ein paar Einstellungen gemacht. Die werde ich gleich mal noch ein bisschen verfeinern. Und ja, wie übertrage ich das Ganze jetzt auf meine Bilder, damit das Ganze wieder schneller geht? Ich meine, es macht ja Spaß, dass man Bilder bearbeitet, aber wenn man da jetzt mal hunderte Bilder zu bearbeiten hat, dann dauert das ewig. Es sind zwar hier jetzt nur 39 von Lisa, aber es kann ja grundsätzlich schneller gehen. Ich möchte nicht ewig dran sitzen. Was wir dringend brauchen, ist einmal dieses Icon hier, was mir sicherstellt, dass ich mehrere Bilder bearbeiten kann. Wenn ihr das Ganze nicht habt, dann drückt einfach mit der rechten Maustaste in die Symbolleiste und holt euch das Symbol eben hier rein. Wenn ihr das habt, drückt Fertig und ihr habt das in eurer Symbolleiste drinnen. Gut, das Weitere, was wir brauchen, sind diese Symbole hier. Kopieren, zuweisen, kopieren und zuweisen. Was ist der Unterschied? Wenn ich zwei Bilder jetzt, ich werde das jetzt einmal zurücksetzen komplett. Wenn ich das Ganze jetzt einfach synchronisieren möchte, dann drücke ich ja eben auf diese Kopieren und Zuweisen, auf dieses Symbol hier drauf, und ich kann mir eben ansehen, was Capture One hier übertragen soll auf das nächste Bild. In den meisten Fällen mache ich das eben so, dass eben alle Daten übertragen werden sollen. Hier habe ich zum Beispiel in Ersteller und so weiter, in den Metadaten nicht dabei, und dann drücke ich einfach auf Anwenden. Und wir haben dieselbe Entwicklung auf das nächste Bild übertragen. Das wäre eine Variante. Was ich eben noch machen kann, dazu werde ich das ein bisschen dunkel machen, es war doch ein bisschen zu hell. Kopieren mit dieser Taste hier oder Shift D, glaube ich. Na. Also Shift Command Copy wäre eben übertragen, also kopieren. Und wenn man das Ganze eben das andere Symbol hier nimmt, dann kann man das eben auch so übertragen. Wenn ich das jetzt mit allen Bildern machen möchte, dann funktioniert das eben so. Kopiert habe ich es ja schon, also von diesem Bild hier, was hier markiert ist mit diesem weißen Rahmen. Und hier kann ich jetzt sagen, Anpassung zuweisen. Je nach Bildmenge lädt das natürlich ein bisschen nach, aber es geht an sich ziemlich schnell, dass man die Daten eben übertragen hat. Dann kann ich eben jetzt noch einzeln bei verschiedenen Werkzeugen das zuweisen. Ich werde jetzt hier ein paar Bilder von der letzten Serie, die hell genug sind, wegnehmen. Gut, dann drücke ich einfach normal drauf auf dieses Bild hier, dann ist dieses hier hinterlegt. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte das ein bisschen aufhellen und den Kontrast noch ein bisschen erhöhen. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte dieses Symbol hier kopieren, zuweisen. Das hat man in so gut wie jedem Tool von Capture One. Jetzt kann ich sagen, ich möchte das hier
übertragen auf die restlichen Bilder. Man kann eben noch kontrollieren, was übertragen werden soll. Das möchte ich jetzt so beibehalten. Einfach anwenden. Es lädt oben nach. Man sieht oben dieses Ladesymbol und bumm. Wir haben hellere Bilder überall. Also wenn man das jetzt hier so vergleicht, Alt-Taste gedrückt, zurücksetzen. So war das Ausgangsbild und so ist das Bild nachher. Ziemlich simpel und eben auch cool, dass es eben nur mit einzelnen Tools auch geht und nicht Bild zu Bild. Man kann eben auch gewisse Sachen eben zurücksetzen. Das geht eben auch mit einzelnen Ebenen. Also wenn ich irgendwelche Anpassungen bei den Ebenen habe, dann kann ich das hier auch machen. Wichtig ist eben hier nochmal dieses Symbol, ansonsten funktioniert es nicht. Und ja, wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video oder eben auch in meiner Facebook-Gruppe Capture One Like a Boss. Und bis dahin, ciao Leute!